und da kommen sie her. Aus dem Schweizer Wallis, nur ein paar Kilometer weg von der italienischen Grenze. Von der Bellalp in die Bundesliga. Martin Schmidt erklärt seinen Werdegang so. Ich denke, dass ich eine umfangreiche Ausbildung genießen konnte. Und gepaart dann vielleicht auch mit der Art und Weise, mit der Menschlichkeit, mit der Authentik von mir, hier die Willenskraft, die Leidenschaft, die ich vielleicht hier aus den Bergen mitgebracht habe. Ich glaube, dass das alles ganz ein guter Mix gab, um jetzt auch dahin zu kommen. Und ich glaube, die Ausbildung, ja, wichtig, aber die Persönlichkeit mit Sicherheit dann am Ende mit ausschlaggebend. Bellalp, Traumlandschaft am Fuße von Europas größtem Gletscher. Ein Areal, wo Bäche nicht waagrecht, sondern senkrecht fließen. Wo die Natur gebändigt wird, um daraus Energie zu gewinnen. Wo die Menschen die heilige Messe auf dem Berg feiern, um der Schöpfung für diesen wunderbaren Flecken Erde zu danken. Und sich freuen, wenn die Kühe von der Bellalp, im Schnitt 700 Kilo schwer, auf ihre Weise herausfinden, wer denn eigentlich die Stärkste ist. So gesehen passt Martin Schmidt ganz sicher nicht in das Klischee eines Bundesliga-Chefcoachs. Warum er es dennoch angestrebt und geschafft hat, beschreibt er so. Ich habe gemerkt, dass ich auf Leute wirken kann, dass ich Leute motivieren kann in vielen verschiedenen Dingen. Und ich würde irgendwann, ich will mit Menschen zu tun haben. Und ich war im Fußball ja dann immer noch nahe. Durch die Verletzungen konnte ich nicht mehr Fußball spielen. Ich wollte trotzdem mit den Kumpels immer dabei sein. So habe ich halt als Assistent begonnen. Irgendwann hat man gesagt, ey, mach doch Trainer, der jetzige hört auf. Dann habe ich das gemacht und plötzlich ließen mich die Spieler nicht mehr los. Du musst das machen und mich ließ es nicht mehr los. Ich begann dann irgendwann erst mit meinen Diplomen und wo es jetzt geendet haben, das sehen wir jetzt hier. Jetzt muss ich hier am Gletscher ein Interview geben als Bundesliga-Trainer. Stante für den Club ist die im Jahre 2011 neu erbaute Kofas Arena, wirtschaftlich betrachtet. Sie ist Event-Location und der Rahmen für hochkarätige Business-Meetings. Und nicht zu vergessen, der VIP-Bereich. Rund 2700 Zuschauer erleben die Heimspiele der 05er hier auf ganz andere Art. Möglich machen das unzählige fleißige Hände im Hintergrund und eine superbe Logistik. Gauls Catering hat's. Das Mainzer Unternehmen sorgt generell für den gastronomischen Service bei allen Veranstaltungen in dieser Arena. Bisweilen eine Mammutaufgabe. Deshalb ist die Abnahme vor jedem Heimspiel noch heute Chefsache. Mindestens 3 Stunden vor Spielbeginn begibt sich Andreas Gaul mit seinen wichtigsten Mitarbeitern auf die Stadiontour. Er checkt nahezu alle Details. Macht Stichproben, erkundigt sich nach dem Speiseplan. 60 Köche, 20 Küchenhilfen und 170 Servicekräfte sorgen vor Ort für einen reibungslosen Ablauf. Jedes Detail muss stimmen. Das Team um Andreas Gaul setzt stets neue Akzente, um so, trotz aller Routine, das Angebot frisch und vielfältig zu halten. Übrigens, Gauls Catering und der Prinzipal Mainz 05 sind eine wahre Jobmaschine. Im Gastronomiebereich der Arena insgesamt finden ca. 500 Menschen Arbeit, inklusive aller Hilfen. Nach 30 Minuten Stadiontour kommt die Führungscrew in der eigenen Loge an und bespricht letzte Details. Die Leute werden länger bleiben, wenn sie das letzte Heimspiel. 2 Stunden vor Spielbeginn ist Einlass auch im VIP-Bereich. Wer an der Rezeption mit dem begehrten Bändchen ausgestattet wird, den erwartet ein Fußballerlebnis der besonderen Art. Ja.
Die Dauerkarte im VIP-Bereich kostet aktuell 3.300 Euro. Keine Kleinigkeit, aber auch so schlagen Fußballerherzen. Immerhin sind die Gesamteinnahmen für den Verein im Jahresetat ein wichtiger Posten. So gesehen darf jeder VIP für sich reklamieren, ein nicht unwesentliches Teilstück zum Erstligafußball in Mainz beizutragen. So gut es hinter der Kuppe völlig entspannt. Der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert und nun hat man Zeit, Blessuren zu pflegen. Die Mannschaft um Christian Rohrbeck, den Chef der Physiotherapie, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Es zwickt an manchen Ecken und Enden. Bei Churchill Kuh stecken die Akupunkturnadeln in der Wade. Die Mimik des Koreaners verrät Zweifel. Ist das eine bei uns um die Ecke erfundene Heilkunst und hilft das wirklich? Gleich nebenan wird viel Schweiß dafür vergossen, Verletzungen überhaupt erst gar nicht an sich heranzulassen. Arbeit im Athletikraum. Bei Fußballern früher nahezu gänzlich unbekannt oder zumindest verpönt, herrscht heute Hochbetrieb. Jeder Profi weiß, ein athletischer Körper ist der beste Baustein für den sportlichen Erfolg ganz da oben. Die Tage der Entscheidung nahen. Seit 25 Jahren ist Walter Notter Zeugwart. Heute ist das eine logistische Herausforderung. Rund 1000 Einzelteile verpackt er in Kisten, um sie anschließend funktionsgerecht so parat zu halten, dass jeder Spieler das vorfindet, was er brauchen könnte. Es gibt viele Gründe, eine schwache Leistung auf dem Spielfeld zu rechtfertigen, aber an dem Zeugwart darf es nie liegen. Schaut man ihm bei der Arbeit über die Schulter zu, dann kennt man auch die Mannschaftsaufstellung. Alle da, Schalke kann kommen. Der Spieltag beginnt mit der Videoanalyse. Es ist ein sogenanntes Abendspiel gegen Königsblau. Morgens um 11 ein letztes Training. Oder sagen wir besser, ein paar Übungen, um den Körper in Schwung zu bringen. Gemeinschaftlich. Team Spirit ist gefragt. Danach in der Halle, wo sonst viel Schweiß vergossen wird, eine Spaßgesellschaft. Basketball, einfach nur relaxen oder Tischtennis. Ankunft im Mannschaftshotel, wo man die letzten 5 Stunden vor dem Spiel verbringt. Seit Jahren ist das favorite Parkhotel mit seinem Ambiente und seiner exzellenten Lage am Rhein der Fixpunkt. Mittagsschläfchen, Mannschaftssitzung und der obligate gemeinschaftliche Spaziergang durch den angrenzenden Stadtpark. Spricht man über den Gegner? Werden Absprachen für das Spiel getroffen? Geht es um Privates? Eine letzte Mahlzeit. Und dann die Fahrt ins Stadion. Die Gesichter der Fans verraten Sehnsucht. Der große Moment.